Wir stehen vor dieser großen Herausforderung, dass wir ernsthaften Klimaschutz und Ressourcenschutz betreiben müssen. Einmal, um die Klimakatastrophe noch abzuwenden. Und zum anderen geht es darum, dass wir auch mit den Ressourcen anders umgehen müssen. Wir werden auch komplett einen Energiewechsel vollziehen müssen von Kohle, Öl, Erdgas. Das sind endliche Produkte. Müssen wir weg auf das, was uns dauerhaft zur Verfügung steht an Energie, und das ist die Sonne. Also man kann sagen hier beim Sonnenschiff, dass diese Fassade, die wir gemeinsam mit anderen, mit Sonderfachleuten auch entwickelt haben, dass die sich erstmal sehr bewährt. Und ich meine, dass da noch eine große Zukunft liegt. Sind sehr zufrieden mit ihren Häusern. Sie sind nicht nur zufrieden, sondern zum großen Teil auch sehr begeistert. Ja? Die Häuser sind warm, und zwar ohne zu heizen. Sie haben eine tolle Luft, ein tolles Wohngefühl. So haben sich die Leute das gar nicht vorstellen können. Ich glaube, man muss das erlebt haben. Das ist eines. Das andere ist, dass es sicherlich gelungen ist, hier eine heitere Siedlung zu bauen mit bunten Häusern, ja, also eine Vielfalt von Farben, die wir eingesetzt haben, die sich die Leute auch selbst rausgesucht haben aus unserer Farbpalette, dass man sich wohlfühlt drin und draußen, dass wir Außenbereiche geschaffen haben, die eben stressfrei sind, also kein Autoverkehr drin ist, wo Kinder spielen können, wo sie aber auch Erwachsene treffen können, wo man auch mal feiern kann auf der Straße. Also viele Dinge haben wir, glaube ich, richtig gemacht. Es hat sich gezeigt, dass dieses Sonnenschiff gut vermarktbar ist, weil es einfach auch ein Zeichen setzt. Es ist eine gute Adresse, es ist in einer guten Lage, das ist natürlich wichtig. Und dann eben auch diese Perspektive, wenig Energie zu verbrauchen und ein angenehmes Klima drin zu haben, helle Räume zu haben, die auch noch flexibel sind, ja, dass man es also individuell auch einrichten kann, auch verändern kann, den Bedürfnissen anpassen kann. Also so ein zukunftsoffenes Gebäude, und als solches stellt sich das auch dar, auch von der äußeren Erscheinung her, hat sich gezeigt, dass es eigentlich doch guten Zuspruch findet. Und wenn man Sonnenschiff sagt, dann weiß man auch, wo es steht. Man muss es nicht lange erklären, wie man es irgendwo findet. Es ist eine gute Adresse, auch im Hinblick darauf, dass es erschlossen ist, öffentliche Verkehrsmittel, also die Haltestelle vor der Tür, dass wir am Radwegnetz liegen, also auch mit dem Fahrrad gut erschlossen, natürlich auch mit dem Auto. Ja, dass man mit dem Auto direkt in die Tiefgarage reinfahren kann, mit dem Aufzug dann oder mit der Treppe hochkommt, bis in das Dachgeschoss, auf den Dachgarten, ist eigentlich gut erschlossen. Ja gut, auf den ersten Blick ist es auch teurer, auf den zweiten Blick ist es günstiger. Also wirtschaftlich interessanter, wenn ich eben auch dran denke, dass ich auch bei heutigen Energiepreisen Kosten spare und diese eingesparten Kosten höher sind als das, was ich mehr
an Miete ausgibt. Auf der anderen Seite ist auch für so Läden wie jetzt Alnatura, Biosupermarkt und DM, Drogeriemarkt, wichtig die Lage. Wo steht das Gebäude? Wie ist das Einzugsgebiet? Wie ist es vom Verkehrsmäßigen erreichbar? Wie ist es anlieferbar? Solche Fragen sind eigentlich auch ganz wichtig. Und für Büros, muss man sagen, ist auch wieder die Lage wichtig. Auf der einen Seite hohen Freizeitwert, also man ist hier auch sehr schnell in der Natur und man ist doch sehr schnell auch in der Innenstadt und hat im Umfeld eigentlich alle Infrastruktur, die man benötigt. Wir hätten viel dichter bauen können nach dem Bebauungsplan. Das haben wir nicht gemacht, weil wir auch eine gute Besonnung haben wollten und haben dann eben so einen Kompromiss auch gemacht mit Gebäudeabstand und mit Dichte. Ja, viele Vorurteile hatten wir, also einmal auch mit den Kosten, ja, dass eben gleich gesagt wird, die Häuser sind ja teuer, unbezahlbar. Also das muss man eigentlich auch erstmal rüberbringen, dass sie ja gar nicht teuer sind, sondern günstiger als andere Häuser. Ja. Wenn man eben auch berücksichtigt, dass man ja jeden Monat Energie spart und diese geringen Mehrkosten, die mit so einem Haus verbunden sind gegenüber einer konventionellen Bauweise, dass sich die Mehrkosten schon im ersten Monat auszahlen. Und viele Menschen sagen ja, das ist nichts für mich, ich gebe das Problem ab, schimpfen über Politiker oder schimpfen über die Firmen, die ja sich nicht entsprechend verhalten oder nicht die richtigen Gesetze machen. Aber eigentlich ist jeder Einzelne von uns gefordert. Also einmal können wir selber sehr viel machen, wir können zum Beispiel den Strom wechseln, ja, wir können Ökostrom einkaufen. Denn da ist ganz entscheidend, wohin fließt das Geld. Ja? Gebe ich das Geld in irgendeine Aktien, in irgendeinen Aktienpool? Ja? Oder gebe ich das Geld sinnvoll aus in Bereiche, wo ich sehe, da ändert sich was, da kann ich was verändern und die Rendite ist genauso gut oder vielleicht sogar noch größer. Also ganz entscheidend, wohin? Wo lege ich mein Geld an, wo kaufe ich ein, bei wem kaufe ich den Strom ein? Das sind einfach die Fragen. Also wenn wir dran denken, dass wir ja zwei Dinge machen müssen. Wir müssen einfach sehen, dass wir einen Klimawandel haben, der sich nicht mehr stoppen lässt. Ja. Die Frage ist jetzt nur noch, wie hoch geht's? Gibt es nicht nur einen Klimawandel, sondern eine Katastrophe? Ja? Und die Katastrophe müssen wir verhindern, aber der Klimawandel lässt sich nicht mehr ganz aufhalten. Ja? Das heißt, unsere Gebäude müssen darauf vorbereitet werden. Und zwar, sie müssen so darauf vorbereitet werden, dass man da nicht hingeht und will jetzt überall eine Klimaanlage einbauen, und um das Wohnen noch erträglich zu halten. Das ist eine ganz große Herausforderung ist an Architekten, Ingenieure, eben Häuser zu entwickeln, die das schaffen, die im Sommer kühl sind und im Winter warm sind. Dass man also Häuser baut, so stelle ich mir das vor, für alle Klimazonen der Erde, Häuser entwickelt, die keine Heizung mehr haben, keine zusätzliche Heizung mehr brauchen und keine zusätzliche Kühlung. Nach meiner Vorstellung wird sich das Bauen ändern. Es wird dahin gehen, es wird in die Richtung gehen. Plusenergiehäuser werden zunehmen, ist keine Frage. Denn warum soll ich beim Passivhaus stehen bleiben, was im Moment als das Nonplusultra gilt? Warum soll ich beim Passivhaus stehen bleiben, wenn ich auch diese Fläche, die ich schon zur Verfügung habe, die Außenhülle des Hauses, wenn ich da nicht aktive Systeme unterbringen kann und praktisch das Haus als Träger nehme und als Antenne zur Sonne und fange eben diese Licht- und Sonnenstrahlen ein und wandle die um in Wärme und in Strom. Also geht doch eigentlich wunderbar zusammen. Also beim Neubau geht es relativ einfach, aber es geht auch beim Altbau. Und wir müssen ja sehen, meiner Meinung nach
In den nächsten 20 Jahren sollten wir es hinkriegen, den gesamten Baubestand auf Vordermann gebracht zu haben. Das heißt, jedes Jahr 5% der Bauten, das ist ein Riesenprogramm. Es darf uns aber nicht abschrecken, dieses Riesenprogramm, sondern eigentlich sind es Investitionen, die ja sofort sich auszahlen. Ja? Das Geld fließt nicht mehr ab in die Ölstaaten oder zu Gazprom nach Russland, sondern es bleibt in der Region. Also es bleibt im Kreislauf und ich gewinne dauerhaft eben dauerhaft die Sonnenenergie. Wir müssen also nicht verzichten, sondern wir müssen einfach jetzt anders denken. Ja? Wir müssen das Ziel vor Augen haben, 100% regenerative Energien.